Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA 3. So, wir stehen hier vor dem Toilettenhäuschen hier im Park, von wo Ray zu Hause ist hier. Und zwar, ja, ich habe ja im letzten Part erste Hauptmission gemacht und mache jetzt und im nächsten Part auch Hauptmissionen. Das hat einen bestimmten Grund, denn ich habe etwas vor und dafür muss ich ja die dritte Insel freigeschaltet haben. Und dort auch alle alle Päckchen eingesammelt haben. Aber was genau das sein wird, das kommt dann später noch. Ich mache jetzt hier erstmal brennende Beweise. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both going to do pretty well out of this, kid. Okay, wir sollen hier brennende Beweise, also für irgendwelche Beweise vernichten von einem Typen, der welchen Blödsinn scheinbar gebaut hat. Und ja, wollen wir doch mal gucken, ne? Sollte ja eigentlich klappen, denke ich mal. Upsa, na. Komm, scheiß Auto. Mach, dass du geradeaus fährst. Du hast recht. So. Ja, ich glaube aber, das wird auch jetzt kein Zuckerschlecken. Ich schalte doch auch mal noch die Uhr an. Wo ich gerade bei bin. Stoppuhr, Start. Bin doch hübsch. So. Zack. Autsch, Autsch, Autsch. Ah, nein, nein, nein. Komm. Auto. Danke. Meine Fresse. Ah, ich habe schon wieder meine Fresse gesagt, ja. Ich guck zu viel Bühne. Meine Fresse, und ich glaube, den Spruch im Auto hat er auch schon. Ja. Passiert halt. Ich guck halt seine Videos und da passiert es, dass ich ihn nachmache. Also. Hat sich nämlich da letztens, weiß nicht, die Woche irgendwann einer beschwert, ich würde Bühne nachmachen, aber. Das stimmt nicht. Ich mache nicht den Fuhler nach. Lass mich höchstens von ihm inspirieren. So. Sag mal, der fährt auch quer durch die Stadt hier. Das hat er ja gesagt dabei, ne? Dass Zeug quer durch die Stadt gefahren wird. Und nicht gerade langsam, ne? Ah, komm. Ich fahre immer noch mal noch einen Zuschauer um unbescholtenen Bürger. Unbescholtenen Bürger. Meine Fresse, schon lang. Schon schnell, diese Karre. So, dann müsste doch jetzt eigentlich Sachen verdienen, wenn ich ihn ramme, ne? Jawohl. Hat der schon was verloren? Ja, ist klar. Ist klar. Ich glaube, das könnte ein wenig länger dauern. Und ich glaube, ich kriege auch noch Sterne. Ich weiß es nicht mal genau. Die Mission ist nicht leicht. Da, wenn ich den ersten Mal wirklich ramme, dann kriege ich einen Stern. Oder sogar zwei. Ich könnte natürlich auch noch mal kurz ins Wasser fahren. Dann hat sich das alles komplett erledigt. Ja, ist klar. Ist sowas von klar. Gut, dann laden wir eben noch einmal. So ein Mist aber auch. Leck mich am Arsch. Gibt's ja wohl nicht. Okay. Könnte etwas länger dauern. Meine Fresse. Muss ich jetzt ins Wasser fallen? Verdammt. Aber auch. So, komm, aus dem Weg. Alle miteinander.
Mann, wie viel Zeit hat mich das jetzt gekostet? Bestimmt schon wieder 3-4 Minuten hier inklusive Missions angucken und so. Aber wenigstens hatte ich ja vorher gespeichert und so. Also ganz neuer Part, also von daher ist ja schon gut. Komm, Auto bleibt stehen. Claude, geh da unten hin. Überspring die Zwischensequenz bitte, danke. Und ja, andere Seite geht's hoch. Warum steht er eigentlich immer? Es ist hier übrigens immer so. Ich stehe immer, egal ob ich von der anderen Seite komme oder von dieser. Er steht immer schön flach in diese Richtung gekönnt. Ja, jetzt habe ich gleich schon einen Stern. Auch sehr nice. Komm, nein. Dieser Baum ist böse. Denn dieser Baum hat mir bei den Taxi-Missionen vor kurzem doch arg genervt mich. So, klappt doch schon viel besser hier. Direkt das erste Teil schon. Ups, nein, bitte Polizei, nein. Aus. Hör doch mal auf jetzt. Ich knall hier jetzt ja voll gegen. Komm, lasst mich doch mal in Ruhe, Mensch. Ihr habt doch keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. So, ich brauche jetzt hier. Glaube ich. Ich fahre gleich nochmal nach Hause. Sammle Sternchen auf und lass das hier gechillt angehen. Der muss natürlich auch. Ach ja, komm, scheiß Auto. Du musst jetzt nochmal. Scheiß Ring. Ach ja, komm. Fickt euch, ihr Scheißbullen. Das ist ja wirklich nicht mehr feierlich hier. Ach ja, die fahren sich ihre eigenen Autos kaputt, ja. Und ich muss hier gucken, wo ich bleibe. Na, Auto. Ah, man muss es jetzt aber auch regnen. Das gibt's ja wohl nicht. Nein, verdammt. Wie fährt der denn? Der ist doch gerade da lang gefahren, wo er hergekommen ist. Warten. Echt? Weiß Material fallen gelassen. Und Moment. Jawohl. Wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau einfach weiterfahren. Scheinbar wären es nicht mehr wie 2 Sterne. 3 Sterne sind doch Fikifax. So, ich muss nur den noch 4 Mal treffen. Und dann hätte ich's. Muss ich nur auch schaffen, den zu treffen, ne? Oh, hat was fallen lassen. Wunderhübsch. Ja, komm. Ihr Scheißbullen, könnt ihr mal. Danke. Sehr nett. So. Zack, noch eins eingesammelt. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, da vorne ist er. Hat er schon wieder gedreht? Nee. Gut. So, 3 von 6. Weil der erste Versuch war ja schon ein richtiger Fail. So, komm. Treff drauf, treffen. So, ich glaube, ich muss das Ding jetzt erst einsammeln, bevor ich wieder. Jawohl. Ach, ja, schau an. Hat er wieder gedreht. Ja, der fährt einfach hin und her und rüber und rüber. Gut, jetzt 2 Stück noch und dann wäre es schon geschafft, ne? Ah, ich fahre jetzt nicht mehr heim und hol da nochmal Dings oder so. Nein! Verdammt! Ich hätte ihn jetzt treffen müssen, ey. Komm her! Ich treff dich. Und
Nein, verdammt! Wenn ich jetzt hier mein Auto noch verliere, ich glaube langsam doch, dass es vielleicht günstiger wäre, mal die Steinchen abzubauen. Ist nicht hier irgendwo eine Durchfahrt? Ah, komm, fickt euch, ihr scheiß Bullen. Meine Fresse, komm. Ich fahre jetzt einfach geradeaus weiter. Ich muss ja den irgendwie treffen. Ah, komm, jetzt ist ja die scheiß Schrift noch im Bild. Mann. Kilometer. Ach, Mann, jetzt muss ich schon wieder drehen wegen diesem scheiß Teil. Und 6 Päckchen, jawohl. Komm, ich muss noch ein Stück zurück und weiter geradeaus. So. Ja, komm, ihr scheiß Bullen, könnt ihr mal aufhören, hier rückwärts zu fahren? Mann, Kilometer. Gut, einen noch und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, dann muss ich einfach nur noch mein Auto anzünden. Und alles ist in Butter. Wunderhübsch. Der Staatsanwalt hat was fallen lassen. Wo ist es denn? Ah, da. Komm. Wo ist es denn? Hallo? Ah. Wunderhübsch. Lass das Beweismaterial in einem Auto und zünde das Auto dann an. Gut, ich fahre jetzt hier mal noch hoch ein Stück. Und dürfte jetzt passen, ne? $10.000, yeah! Gut, und wir haben jetzt einen neuen Auftraggeber. Und zu dem werden wir jetzt direkt hinfahren. So. So, schauen wir mal kurz auf die Uhr. Ja, das passt noch. Da fahren wir auf jeden Fall noch hin. Eine Mission kriegen wir noch. Autsch, hin in den Part. Ach, also das ist hier ein neuer Auftraggeber, Donald Law. Der macht ja auch gerne krumme Geschäfte. Ich weiß nicht, der hat bestimmt auch irgendwelche Geschäfte schon mit Ray gemacht oder so. Oder mit seinem Vorgänger. Ehemaligen Partner, also da kommt noch eine Mission, die sich um seinen ehemaligen Partner dreht. Also um Rays ehemaligen Partner, also. Sonst hat der, glaube ich, keine Verbindung mit Donald Love. Sonst, aber ich würde mal sagen, theoretisch könnten die beiden schon. Ja, schauen wir mal. Die Befreiungsaktion. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price. But groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Jetzt kapier ich. Klar hat Ray eine. Ja, mit, steckt Ray mit Donald Love in einer Decke. Hat diese Mission von eben ja gezeigt. Jetzt kapier ich. Donald Love ist der Typ, gegen den es Beweise gab. Beweise gegen den haben wir eben in Brand stecken müssen. Und deswegen haben wir jetzt auch für die Mission. Ah ja, da hat er sich gerade so bedankt von wegen. Danke, dass du das geregelt hast und so. Ja, wunderbar. So, dann wollen wir doch mal direkt unseren Kolumbianer mal sagen. Hatten wir gerade eben in der Mission einen, aber den haben wir ja schrotten müssen. Am Ende noch. So. Einen Kolumbianer-Wagen. Wollen wir doch mal Autscha sehen. Ob man da einen Heil kriegen hier. Erst einmal gucke ich. Ja, dass ich ins Kolumbianergebiet komme. Wo ich jetzt bin.
Achso, ich glaube, da war eben schon ein Kolumbianer, könnte aber auch ein anderer gewesen sein. Da vorne ist schon so eine Karre. Na, möchtest du mal... So, bleib einfach stehen. Na, so ist fein. So fein gemacht. Nix ist dein Car, dein Auto. Rette den alten asiatischen Gentleman. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, müsste eigentlich sein, ganz am Anfang in der Intro-Sequenz war ja, bin dran vorbeigefahren, war ja auch noch so ein alter Asiate im Gefangenentransport, den die Kolumbianer ja mitgenommen haben. Ich glaube, den retten wir jetzt. So, ich stelle jetzt erstmal das Auto quer. Okay. Mit der Knarre treffe ich nicht. Und mit der auch nicht. Ja, ist klar, ist klar. So, aber jetzt hier. Komm. Habe ich nicht irgendwie auch noch ein Scharfschützengewehr oder so? Hey, ich hab doch hier Granaten. Was? Warum nehmen wir nicht einfach ein paar Granaten hier? Spaß mit Granaten. Wunderhübsch. Ja, so ist doch. So ist doch perfekt, ne? So, da auch noch. So. Gut, ich glaube, mehr sind es jetzt nicht hier. Gut, dann sammeln wir hier noch ein paar AKs auf. Und. Alter, nein. Es müsste ich aufpassen, was ich mache. Gut, sagen wir mal diese AK an, wenn sie sich mal einsammeln lassen würde. So, ich würde sagen... Würde... WTF? Müssten da jetzt nicht diese Tore aufgehen oder so? So, da ist ja nur ein Kolumbianer gewesen. Gut, in einer der Garagen ist nämlich ein zu rettender. Da ist er. Du hältst die Fresse. So. Ja, komm einfach gleich mit hier. Die anderen Garagen brauchen gar nicht erst aufzugehen. So. Da haben wir den alten Asiaten. Den bringen wir jetzt zu Donald Love und da kann er sich mit dem vergnügen oder was auch immer er mit ihm vorhat. So. Ich hoffe mal, dass wir weiter nichts. Hier für diese. Ich glaube, hier ist auch noch ein Päckchen, ob man das so. Nee, ich glaube, das haben wir schon rausgeholt. Ja, Päckchen sammeln wird dann demnächst auch weitergehen. Was für FM? Was ist denn da für ein Sender an? Ich habe keine Ahnung, aber gefällt mir nicht. Nehmen wir mal Share Radio, wie auch immer. So ein Radiosender halt. So mit, keine Ahnung, was ist das für ein Musikstil? Ich glaube, dass die Mission ist jetzt wirklich noch, nur noch gechillt, den da abliefern und dann ist erledigt. Und im nächsten Part wird es dann auf jeden Fall weitergehen mit Donald Duff. Weil Donald Duff, zwei Missionen bräuchten wir eigentlich nur noch für ihn und dann wären wir auf der dritten Insel. Ja, wunderhübsch. Da zieht er von dann, geht da schön rein. Wird von Donald Love gefistet oder auch nicht, ich weiß es nicht. Donald Love war übrigens auch in Vice City schon zu sehen. Ganz kurz nur bei Avery Carrington. Und ja, was mache ich eigentlich? Ich denke, ja doch, ich fahre mal noch speichern und im nächsten Part sehen wir uns dann vor Donald Loves Hütte wieder. Macht's gut und ciao!